Hallo meine Lieben, ich bin wieder da mit den Adventskalenderpäckchen und zwar darf ich heute sogar 5 Päckchen öffnen, weil ich ja mit der Michelle habe ich ja gemacht, dass wir auch an den Adventstagen jeweils ein Päckchen haben und mit beiden habe ich auch gemacht, dass wir jeweils am 6. und am 24. zwei Päckchen öffnen dürfen und da das heute alles so gut fällt, ja, weil heute ist das zweite Advent. Heute ist 6. Dezember, also Nikolaus. Ich wünsche euch auch allen einen schönen Nikolaus. Also ich hoffe, ihr verbringt den sehr schön. Ja, und daher habe ich 5 Päckchen, die ich öffnen darf heute. Und ich fange auch mit dem zweiten Advent heute erst an, von der Michelle. Dieses Päckchen. Ist wieder in so einem hübschen Tütchen. Ich finde die Tütchen so toll. So. Was Selbstgemachtes. Ich glaube, du hast auch gesagt, dass du jeden Advent immer was Selbstgemachtes reingetan hast. Aber das hatten wir nicht abgesprochen. Jeweils nicht, dass ich wüsste. Deswegen habe ich auch nichts Selbstgemachtes, sondern Material drin. Ne? Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung für dich. Und wieder ein Armband. Entschuldigt. Ich bin jetzt gerade gegen Stativ gekommen. Und zwar hat sie mir hier wieder so ein Armband gemacht. Diesmal mit so silbernen und lilanen Perlen. Und mit dieser riesengroßen, geilen Perle. Also die ist ja wohl mal mega Hammer. Das mache ich wieder um. Danke, die Michelle. Das ist sehr hübsch. Dann fange ich auch, also mache ich auch bei deinen Paketen erstmal weiter. Und zwar machen wir dann erstmal jetzt die 6 auf. Ja, da brauche ich die Schere. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das gestern schon gesagt habe. Ich habe meine 300 Abonnenten fast voll. Mir fehlen noch 2 Abonnenten. Und es wäre echt toll, wenn ihr schön immer auf Abonnieren drückt. Ich bin da mega happy drüber, dass ihr euch... Also, dass ihr mir zuschaut überhaupt bei meinen Videos, dass ihr... Ja, also ich kann das ehrlich gesagt nicht begreifen, dass ihr mir hier zuschauen tut. Weil ich selber mag meine Videos überhaupt nicht gerne gucken. Und, ja, mal wie gesagt, meine 300 Abonnenten sind fast voll. Und ich habe definitiv ein Gewinnspiel vor, ab 300 Abonnenten. Allerdings fehlen mir da noch 2 zu. Und dann kommt definitiv das Gewinnspiel und es wird ein Bastel-Gewinnspiel sein. Also ihr sollt auf jeden Fall, also ihr dürft gerne was basteln, aber mehr verrate ich euch noch nicht. Also das wird die nächsten Tage auf jeden Fall kommen. Wie genau ich das veranstalte, bin ich mir im Moment noch nicht ganz sicher, aber ich habe auf jeden Fall eine Idee im Kopf. Ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und hier haben wir Deko-Stoffband drin. Und das ist hübsch. Das habe ich auch noch nicht. Schaut mal. Das ist sehr schön. Danke, Michelle. Das ist sehr schön. Das kann ich vielleicht sogar für mein Album gebrauchen. Jetzt für meine Schwester. Weil ich mache hier gerade ein Backalbum. Also wo so Rezepte rein können und sowas. Ja, zu Weihnachten. Und ich hoffe mal, sie freut sich sehr darüber. So, und dann haben wir noch das Nikolaus-Paketchen von dir, liebe Michelle. Das ist, glaube ich, sehr gut eingepackt. Das könnte auch was Selbstgemachtes sein. Da habe ich auf jeden Fall auch was Selbstgemachtes reingetan am Nikolaus und am 24. Also am Heiligabend eben. Ja, das ist sehr gut eingepackt. Das ist, glaube ich, ein Dekodenglas. Oh, wie cool. Ah, das ist in so eine Tüten eingepackt. Oh. Das ist, glaube ich, mein erstes richtiges Dekodenglas. Ich habe schon 1 oder 2, ich glaube 2 Truhen oder so, also 2 so Kisten bekommen. Aber das ist mein allererstes Glas. Schaut mal.
Es ist wunderschön, danke schön. Hast du Acryl verwendet? Oder Silikon? Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber das glänzt. Also ich würde jetzt doch eher sagen Silikon. Wie du das hier gemacht hast, das würde mich interessieren. Ob das nur normale Farbe ist oder ob das Sprühfarbe oder sowas ist. Sieht sehr interessant aus. Da muss ich mir noch überlegen, was ich da rein tue. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger öffnet. Ah. Da wird auf jeden Fall irgendwas am Material reinwandern. Vielleicht meine Charms, die ich so sammeln tue, weil das würde jetzt sehr gut passen. Oh, danke schön, liebe Michelle. Jo. Fällt mir das gleich runter hier. Und dann haben wir noch die Päckchen von der lieben Stefanie. Und sie hat ja überall 6 draufgeschrieben. Nicht na, Nikolaus oder so. Von daher ist es. Also, wir haben diese beiden Päckchen und ich werde das zum Schluss öffnen. Ich werde erst das öffnen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Da habe ich mir schon so überlegt, ob das nicht ein Schreibset sein könnte. Disney Frozen? Ja? Oh, wie geil. Oh, das ist cool. Ich stehe so auf Frozen und so. Ich mache ja diese neuen Disney-Filme so gerne. Da stehe ich auf Rapunzel, mache ich sehr gerne. Und hier auch hier. Ja, die Eiskönigin eben. Das ist mega. Danke dir. Das seht ihr gar nicht. Und das ist auch noch in meinen Farben. Das ist richtig cool. Dankeschön. Das werde ich gleich alles benutzen zum Basteln jetzt. Den werde ich mir gleich nachher anspitzen und dann kommt das alles in die schöne Aufbewahrungskiste dafür. Dankeschön. Weil ich brauche das alles im Moment immer sehr viel. Von daher passt es ideal. Danke dir. Das ist richtig cool. So, und dann haben wir noch die 6. Die öffnet man wohl so. Ist mit so einem Bändchen zugemacht. Ich finde auch diese Säckchen finde ich sehr cool. Davon sind da noch, ich glaube, 2, 3 Stück sind noch bei dir beim Adventskalender bei. Ich weiß nicht, ob du die selber gemacht hast. Jedenfalls sind die echt mega cool. Nein. Wie geil. Du kannst Gedanken lesen, oder? Ich suche diese Farbe schon die ganze Zeit im Teddy. Und bei uns gibt es immer diese Metallic-Farben nicht. Das ist so cool. Dankeschön. Ich hoffe, die ist auch gut. Weil bei diesen Farben Teddy ist das irgendwie das Problem, dass sie sehr schnell flüssig sind. Aber ich glaube, die ist mega cool. Oh, danke dir. Das ist total lieb von dir. Die ist top. Die ist wirklich top. Weil ich mache diese Metallic-Farben so super gerne. So, und hier haben wir noch eine Kleinigkeit drin. Ich schätze mal, das ist was Süßes. Oh, nee. Fimo. Du hast mir echt einen Block Fimo eingepackt. Wie cool. Die 39, ich weiß jetzt gar nicht, welche Farbe das war. Es ist recht hart. Aber es geht. Aber meins ist sowieso alles hart. Ich mache mir das alles wieder weich. Es ist zwar viel, viel, viel geknete. Aber ja, ich möchte das nicht wegschmeißen oder so. Das wäre mir einfach zu so schade für das Fimo. Also, das ist auch top. Dankeschön. Ihr wart ja wieder richtig fleißig beim Einpacken und das sind so mega schöne Sachen bei. Also das freut mich total. Vor allem das Glas ist wunderschön. Und natürlich das Armband. Das werde ich jetzt wieder tragen, die Zeit. So. Ja, dann war es das ja eigentlich heute schon wieder. Wir sehen uns dann wieder morgen bei den nächsten Videos. Und ich sag Tschüss.